Liebe Leute auf YouTube, denn die anderen Leute, die live zu gucken, die sind schon fröhlich dabei, haben schon die ganze Anmoderation mitbekommen und müssen sich das jetzt alles nochmal zweimal anhören wegen euch. Toll, danke YouTube. Schreiben Sie gleich in den Chat. Wie auch immer, unsere Truppe ist natürlich nach wie vor standhaft und gut ausgerüstet. Der gute Fogrim führt die Truppe an und wir laufen zum Hersinde-Tempel, denn da wäre so eins der nächsten Sachen. Hier, kehre zum Hersinde-Tempel zurück. Der wirre Geist in Moorbrück. Der wirre Geist ist natürlich Meister Rakorium. Und den wollen wir nochmal sprechen. Boah, diese YouTube-Heinis, schreibt der Chat jetzt. Selbst aus lauter YouTubern bestehend, also YouTube-Guckern zumindest. Wie dem auch sei, wir haben immer noch nicht einen Kräuterkundigen gefunden. Aber wie dem auch sei, wir gehen jetzt einfach mal in den Hersinde-Tempel und gucken mal, was Meister Rakorium so für uns hat. Denn wir brauchen ja neue Sachen. Der Drache schwebt immer noch. Hier, und die haben sich kein Stück bewegt, die ganze Zeit über nicht, während wir in Moorbrück waren. Wo ist denn der Meister? Hallo? Willkommen zurück. Ich traf Rakorium vorhin auf dem Weg zu eurem Haus. Und er erzählte mir von eurem Erfolg in Moorbrück. Damit habt ihr die erste Prüfung des Orakels erfüllt. Yes. Tretet vor die Stimme des Orakels, damit sie euch das nächste Rätsel offenbaren kann. Noch ein Rätsel. Ich bin bereit. Sowas von. Lasst uns beginnen. Die erste Queste wurde erfolgreich bestanden. Und dies sei die zweite der drei Prüfungen. Wo der Berge Antlitz einst in Rot getaucht, wo das Dunkel waltet in der falschen Sonne Schein, hausen des alten Diener voll des hohen Mutes. Mit der Schlangenfrau geraubtem Wissen lassen sie des jungen Wahn gedeihen. Errettet werden muss dies alte Wissen, um zurückzukehren an seinen angestammten Platz. Unragarum. Unragignia. Nun denn, das zweite Rätsel ist ausgesprochen. Seid ihr bereit für eure Aufgabe? Na klar, voll easy das Rätsel. Ich weiß die Antwort. Sie ist 12. Dieser Rätselspruch des Orakels, könntet ihr mir abermals bei dessen Deutung behilflich sein? Ungefähr das, was ich auch gesagt hatte. Das Orakel sprach von gestohlenem Wissen der Schlangenfrau. Die Schlangenfrau, hier kann es sich bei meinem Dafürhalten nur um die ehrwürdige Hesinde selbst handeln. Welches Wissen gemeint sein soll, da bin auch ich überfragt. Wo der Berge Antlitz einst in Rot getaucht. Dazu fällt mir eigentlich nur ein Ort in Kosch ein. Die Festung zu Blutberge. Sie liegt in einer bergigen Region des Dunkelwaldes. Ihren Namen verdankt sie wohl den vielen blutigen Schlachten und den Fels, auf dem sie einst errichtet wurde. Ironischerweise scheint die Gegend dank des kürzlich ausgerufenen Sonnenzuges ihrem Namen abermals alle Ehre zu machen. Was für ein Sonnenzug meint ihr, ehrwürdiger Dorion? Ich verstehe halt nur Bahnhof, jetzt mal so richtig, obwohl Fair doch gar keinen hat. Habt ihr es denn noch nicht gehört? Großinquisitor Davania hat alle Patrioten, wollte ich gerade lesen. Das ist schön, schöner Versprecher. Also, Großinquisitor Davania hat alle Prioten, die er finden konnte, in den Dunkelforst zu Blutberge geführt. Angeblich richtet sich dieser jüngste Sonnenzug gegen eine frevelhafte Hexenschar, die dort hausen soll. Wir werden sie retten, die Hexen! Die Hexen machen immer so tolle, extravagante Sachen, ja? In der Liebeshöhle. Ihr versteht? Hexen? Ich verstehe nicht. Hat er nicht genug damit zu tun, den flüchtigen Kastan Wagnitz zu ergreifen? Verstehen mag ich das Ganze auch nicht so recht. Es hieß, die Hexen hätten Wagnitz mit Hilfe schwärzester Magie zu diesen finsteren Mordritualen gezwungen.
Als Großinquisitor habe er die Pflicht, gerechte Sühne und das Licht der Läuterung in den Dunkelforst zu tragen. Ich habe ja noch die Ahnung, dass wir Davania ja nochmal richtig schön die Barthaare auszupfen werden. Ich werde der Sache wohl selbst auf den Grund gehen müssen. Hab Dank, Ehrwürdiger. Möge Herr Sinde eure Weisheit stärken, auf dass ihr das Mysterium um das gestohlene Wissen der Schlangenfrau ergründen werdet. Ja, Dorion. Danke, Dorion. Tschüss, Dorion. Wer ist denn Ardard Weißenfelser? Den kenne ich nicht. Seid gegrüßt. Wie kann ich euch behilflich sein? Ja, weiß ich ja auch nicht. Sag du mir es. Ehrwürdiger Meister Ardard, ich würde gerne euch ein paar Fragen stellen. Herr Sindes Weisheit auf meinen Lippen, gebe ich euch gerne Auskunft. Erzählt mir euch über Dorion, erzählt mir über die Geschichte der Drachenfeste und das Orakel, erzählt mir über die Zerstörung des Tempels und den Neuaufbau, erzählt mir über die Legende von adamantenen Herzen. Die kenne ich nicht. Legenden wäre wohl der passende Begriff, denn es gibt eine schier endlose Zahl von Mythen, Sagen und Ereignissen aus alten Tagen, die sie geformt haben. Wollt ihr mehr wissen? Ja, bitte erzählt mir mehr über die Legenden des adamantenen Herzens. Unter Alchemisten, Magiern und Philosophen ist der Mythos von adamantenen Herzen verbreitet, einem unvergleichlichen Kristall, der seinem Finder große Macht und Weisheit bringen soll. Wo immer auch die Legende ihren Ursprung hat, sie hatte genug Kraft, über viele Jahrhunderte durch die Gedankengebäude der Gelehrten zu geistern und sich in etlichen Lehren einen Platz im Weltbild zu sichern. Das adamantene Herz steht mal für eine Göttergabe, mal für Versuchung, mal für ewige Sinnsuche und mal für den Quell unermesslichen Reichtums. Für die Jünger des Orakels der Drachenqueste ist das adamantene Herz der Schlüssel zur Abwendung des einen dunklen Schicksals, welches seit scheinbar ewiger Zeit unter unser aller Augen dahin schlummert. Was jedoch nicht bedeuten soll, dass wir uns den anderen Anschauungen verschließen würden. Nein, mag sein, dass es sogar tatsächlich mehr als ein Gesicht hat. Da es aber, und das ist meine Überzeugung, noch niemand bewerkstelligen konnte, zum Ursprung der Legende vorzudringen, wäre es auch höchst unglaubwürdig, wenn man sich auf einen einzelnen Zweck festlegte. Behaltet dies immer in Gedanken auf eurer Suche. Dankeschön für die Bereicherung meines Wissenschatzes, aber das langt jetzt. Wo ist eigentlich Rakorium? Ist er nicht hier? Ist er auf dem Weg zu meinem Haus? Ist er bei meinem Haus? Was macht ihr denn da? Trinkt ihr meinen Wein oder was? Gibt's ja nicht. Also gut, dann müssen wir mal auf dem Weg zu unserem Haus, hieß es doch. Jetzt muss ich aber doch noch mal ganz kurz hier gucken. Ach, guck an. Tatsächlich ist der wirre Geist in Moorbrück jetzt abgeschlossen. Kehre zum Hesedetempel zurück. Sehr witzig. Ja, so, also. Das gestohlene Wissen. Hole das Buch aus der Ruine. Das sagenumwobene Buch aus dem Hesinde-Tempel muss sich irgendwo in der alten Burgruine befinden. Aber irgendetwas sagt mir, dass ich dort nicht einfach leichten Fußes hereinspazieren sollte. Ich werde mich besser zuvor ein wenig kundig machen. Aber dann soll mir nichts mehr im Wege stehen. Das Buch muss gefunden werden. Ja, aber wo sollen wir uns kundig machen? Das ist so ein bisschen die Frage. Erstmal wollte ich noch dieses... Die beiden Gastwirte Schotterbier und Speckstein warten auf ihr gestohlenes Gut. Ja, ich muss jetzt allerdings irgendwie nochmal herausfinden, wo diese verdammten Typen gewesen sind, weil das weiß ich nicht mehr. Boltern dreht Kasten. Nein, Boltern. Der Wirt Speckstein möchte kürzlich gestohlene Schmuckstatue wieder in seinem Besitz wissen. Die Mythos hier, Dieben Talia, die Raven. Naja, das weiß ich schon. Aber wo war denn der Speckstein? Dammit. Das wäre schön, wenn wir das irgendwie nachgucken könnten irgendwo. Denn die verschiedenen Kneipen, da gibt es dann doch einige hier inzwischen. Ich glaube, hier waren wir ja schon. Ich kann mich auch so ungefähr erinnern. Ich meine, dass das die Kneipe gewesen ist. Huch. Ach du liebes bisschen. Hugold, rühr dich bloß nicht. Nicht gut aus. So schlimm, es geht schon. Ist ja nicht das erste Mal. Mach keine Witze. Du bleibst so liegen, Hugold. Nein, mir fehlt nichts, Gunelde. Still, der Heiler muss sich das sofort ansehen. Hugold,
Rühr dich bloß. Hey, ihr da! Zur Hilfe! Kommt schnell! Aber natürlich! Was ist denn passiert? Silfusch und Ulrusch hier sind passiert. Was? Wovon redet ihr? Na, von diesen zerstreuten Zwergenarchitekten. Ich verstehe nichts. Aber ich bin ja auch naiver weiß von nichts. Sie haben das Haus hier gebaut. Mein Mann ist dort oben von der Türschwelle gestürzt. Oh jemine, was für ein Unglück. Von welcher Türschwelle denn? Wir werden es gleich sehen. Ja, da sollte wohl Geländer hin, ne? Ihr müsst ihm helfen. Er kann sich nicht mehr rühren. Ja, ist ja gut. Ach, mir geht es doch gut. Ist doch nicht das erste Mal. Ich spüre meinen kleinen Zeh nicht mehr. Spar dir deine Witze, Ungold. Du bleibst schön ruhig lieben, bis Hilfe da ist. Weshalb? Wenn er doch sagt, dass es ihm gut geht? Nein, nein, nein. Durch die vielen Stürze spürt er bloß die Schmerzen nicht mehr. Ich sag's euch. Ihr müsst den Heiler holen, damit er Hugold vor dem Schlimmsten bewahrt. Wenn er ohne Heilung einfach aufsteht, muss er am Ende noch sterben. Ich flehe euch an. Bitte holt den Heiler. Ich bleib so lange bei meinem armen Hugold. Na gut, ihr bleibt doch Maßloch. Eurem Mann geht es besser als euch, wie mir scheint. Oder? Ich verstehe. Ich wusste nicht, dass es so ernst ist. Ich mache mich gleich auf den Weg. Wo finde ich den Heiler? Ich will mal so nett sein. Ihr findet ihn sicher in der Grafenstadt am Pereine-Tempel. So eilt euch, bevor es zu spät ist. Komm dich bloß nicht. Das sieht nicht gut aus. Tja, das ist lustig. So, also, Pereine-Tempel in der Grafenstadt, da können wir auch noch gleich mal hin. Oder sollen wir jetzt, ja, wir machen mal ein bisschen so wie es eigentlich auch tatsächlich sinnvoll wäre in einem RPG, in einem Rollenspiel, ja. Nicht jetzt erstmal den Hugold da liegen lassen und 10 Stunden irgendwelche anderen Questen machen, sondern wir gehen direkt und holen den Heiler, ja. So. Ich verstehe halt nicht, warum ich nicht selbst einfach ihn heilen konnte mit meinem Zauberspruch. Aber nun gut. Pereine-Tempel. Der Pereine-Tempel, ist das der hier? Streben Niesbeck. Nach Macht und Zivilisation ist Badok. Dennoch kann ich nachfühlen, weswegen die Menschen diesen Weg beschreiten. Badok, ja, Badok. Sag ich auch immer. Badok, ganz schön Badok das hier alles. So, da ist ein Fragezeichen, das scheint der Heiler zu sein. Ach, das ist der Heiler. Der Pereine-Geweihte, Heiler Blimblumblum, Pereine-Geweihter. Benötigt ihr Hilfe? Nicht ich selbst, doch es hat einen Unfall nahe des Praios-Platzes gegeben. Einen Unfall? Was ist denn geschehen? Ein alter Mann ist schwer gestürzt. Jetzt liegt er auf der Straße und wird von seiner Frau umsorgt. Stellt euch das vor! Von seiner Frau! Sie war es auch, die mich zu euch schickte. Dieser Mann, von dem ihr sprecht, ist das etwa der alte Hugold, der an der Brücke wohnt? Ja, sein Name ist Hugold. Und seine Frau spielt wieder verrückt, nicht wahr? Hugold ist schon oft dort hinuntergestürzt, aber den Zwölfen sei Dank ernst verletzt hat er sich nie. Doch seine Frau, nun, sie ist einstweilen etwas schwierig. Ja, da habt ihr nicht Unrecht, muss ich so als Frau gestehen. Etwas sonderbar war sie schon. Ihre Sorgen sind nur allzu oft größer, als die Umstände zum Anlass geben. Wenn er nur hustet, sieht sie ihn schon zu Boron fahren. Ich verstehe. Nun, ich habe mich noch um andere Dinge zu kümmern. Wenn ihr helfen wollt, dann besorgt doch etwas Gulmond-Tee und bringt ihn Hugolds Frau. Sagt ihr einfach, es wäre Wundermedizin. Wenn Hugold ihn in ihrem Beisein trinkt, wird sie zufrieden sein und sich beruhigen. Zumindest für dieses Mal. Was für ein glücklicher Zufall! Ich habe etwas Gulmond-Tee bei mir! Nun, dann schlage ich vor, ihr bringt ihn gleich hin. Pereines Segen mit euch. Fürwahr, Pereine Geweihter! Ihr seid wirklich eines Priesters würdig! Noch nie habe ich jemanden so selbstlos anderen Menschen in Not helfen sehen, wie euch. Lieber Pereine Geweihter, nichts nutzt. So.
Ich erkenne Gemeinsamkeiten zwischen dem Spiel und meinem Berufsleben, sagt ein Sanitäter hier im Chat. Sehr schön. Bester Heiler. So, aber laufe ich hier eigentlich jetzt richtig? Damit. Nee, da laufe ich zum Südtor. Ich wollte zum Praios-Platz. Moin! Zurück! So, Gulmontee haben wir bei uns. Ich weiß trotzdem nicht. Ich hätte sogar noch hier so einen Einbeerensaft dabei. Den könnte ich auch dem guten Mann einflößen. Würde ich auch machen, ja? Der Hugold scheint ein netter Kerl zu sein. Hätte ich überhaupt kein Problem damit, dem meinen wenigen Einbeerensaft, den ich habe, ich muss unbedingt neuen kaufen, zu spendabulieren. Muss ich ja sagen. Ach, guck mal, hier ist der Nilsbeck-Händler. Aber wir sind jetzt bei den anderen, ne? So. Ein Chefarzt, wie er im Buche steht. Ich bin mal gespannt. Wenn der gute Hugold jetzt stirbt, ja, dann muss ich leider den Pereine-Geweihten auch zu Boroth schicken, damit er sich bei ihm entschuldigt. Aber was tut man nicht, um Helden zu sein, ne? Das sieht nicht gut aus. Ich meine, es sieht halt wirklich nicht gut aus. Halb so schlimm, es geht schon. Ich will das jetzt trotzdem einmal versuchen. Das erste Mal. Mach keine Witze. Nee, du kann ich nicht. So liegen, Hugold. Nein. Da seid ihr ja wieder. Wo ist der Heiler? Wo bleibt er? Oh, mein armer Hugold. Mensch, Gunelde, die ist ja wirklich, das ist ja wirklich eine fürsorgliche Frau. Seid ganz beruhigt. Ich habe vom Heiler eine Wundermedizin bekommen, die euer Mann trinken soll. Danach wird er wieder völlig genesen sein. Eine Wundermedizin? Reine sei Dank. Schnell, er muss sie sofort trinken. Ihr Hugold, trink! Das Zeug stinkt ja nach Gulmont-Tee, widerlich. Jetzt reicht's mir aber, Weib. Aber Hugold, was tust du? Du musst doch liegen bleiben. Ich muss überhaupt nichts. Schreib dir das endlich mal hinter die Ohren. Wenn ich sage, dass es mir gut geht, dann geht es mir auch gut. Aber... Ich will doch nur dein bestes Hugold. Und ich will zur Arbeit. Und dahin gehe ich jetzt auch. Aber nicht, bevor ich wieder hinaufgegangen bin und nochmal aus der Tür gehe, um noch einmal zu stürzen. Und euch danke ich für eure Mühe, es meiner Frau recht zu machen. Das habe ich schon lange aufgegeben. Schönen Tag noch! Das ist ja nicht zum Aushalten. Mach doch, was du willst. Mensch, und wieder haben wir ein liebendes Pärchen vom Ehebruch gerettet. Schön! Ihnen Dulmontee einzuflößen wäre nicht Strafe genug. Meint ihr? Meint ihr? Nice. Ja, seht ihr, das ist nun mal hin und wieder auch einfach die Aufgabe eines Helden, ja, auch diese scheinbar unwichtigen Aufgaben, die aber doch das ganze Dorf hier im Gleichgewicht halten, zu absolvieren. So sieht's aus. Was für eine witzige Quest, muss man ja sagen. So, also, wir sind hier in Fuhrmannsheim. Und in Fuhrmannsheim, meiner Meinung nach, ist einer der Wirte, nämlich der eine, der uns vorher immer ausgelacht hat, da, wo wir tatsächlich zum ersten Mal auf Tillers gestoßen sind, die ja schon nicht mehr in unserer Gruppe aktiv unterwegs ist, sondern die es sich gut gehen lässt in meinem prächtigen Anwesen hier in Ferdok. Überhaupt die ganzen Helden, die hier sich einfach so in meine Bude einladen, frech sowas, ja? Und die dann nichts dafür tun. Eine milde Gabe. Habt ihr ein paar Heller für einen armen Mann? Ich weiß noch nicht. Erstmal muss ich hier hingehen. Kladdis, richtig, so easy. Ihr kommt wie gerufen. Was denn los? Diese verdammten Kerle prügeln sich wegen einer Nichtigkeit. Ich will nicht schon wieder das Blut aufwischen, wo das letzte Mal gerade getrocknet ist. Könnt ihr nicht dazwischen gehen? Also gut. Die nehme ich mir vor. Aber du schon.
euch! Das ist ja lächerlich, was die hier machen. Hey, das ist ein Gespräch unter Männern. Genau! Nicht inmischen, Mann! Ist eine Taverne und kein Spielfeld. Achso, dies ist eine Taverne und kein Spielfeld. Prügeln könnt ihr euch draußen. Ach ja, und wann? Seit wann hast du hier was zu melden? Einschüchtern, überreden oder austeilen. ich mach mal einschüchtern Vorgrim. Wollt ihr beiden jetzt wohl Ruhe geben oder soll ich euch eigenhändig hinauswerfen? Oh nein! Halt's Maul, du hast uns ja nichts zu sagen. Das rate ich dir auch. Mach dich vom Acker. Na gut, ihr habt das nicht anders gewollt. Wer nicht hören will, muss eben fühlen. Naiver weiß von nichts, wird euch jetzt übers Knie legen und euch ordentlich den Hintern versohlen. So, kämpfen wir mit Waffen? Bei Angroschbart. Ich mach das schon. Das ist ja ein bisschen unfair, aber was soll's, ne? Was soll's, würde ich mal sagen. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Und hier machen wir nochmal einen Armertrutz, ne? So. Oh Gott, ist das hier alles eng mit der Kamera. So, sie hat schon ihren, den notwendigen... Der kriegt noch das hier. Rums. Was? Der hat meine Elfe geschlagen! Was für eine Frechheit! Was für eine Frechheit! Macht ihn kalt! Meine Elfe schlägt niemand! Was machen wir denn jetzt? Hilfreiche Tatze? Die soll sich erstmal selbst einen Armatrutz geben. So. Wer kommt denn hier mit... mit zwei Fäusten zu einem Magier... Kämpfer und Gauner-Duell. So, da wird wohl mal eine gute Runde aufs Haus fällig werden, Speckstein. Gut habt ihr das gemacht. Immer feste drauf. Wenn ich es mir leisten könnte, würde ich euch als Rauswerfer anstellen. Voll lustig. Manchen Kerlen kann man nicht anders beikommen. Ihr habt es nicht anders gewollt. Frauenpower! Hier, der Humpen geht aufs Haus. Wohlgekommen's. Ja, ich habe noch mehr gute Neuigkeiten. Auch wenn meine Theke nicht so sauber ist wie ein Elfenpopo, gibt's hier wenigstens das beste Ferdocker. So. Elfenpopos sind also sauber? Also, was darf's sein? Wegen der Geschichte mit Talia. Konntet ihr schon was erreichen? Ja, hier ist die wertvolle Schatulle, die ich euch wieder beschaffen konnte. Und, hier ist die wertvolle Schatulle, die ich euch wieder beschaffen sollte. Und schaut, was sich noch angefunden hat. Eine reich verzierte Goldkette. Ne, erstmal nur die Schatulle, würde ich sagen. Oder? Also nur die Schatulle oder eine Goldkette? Die wertvolle Schatulle. Ah, sehr gut. Gebt sie her. Meine Schatulle. Endlich. Aber die Schatulle ist ja leer. Sapperlot nochmal. Ihr habt nichts von einem Inhalt erzählt. Die Schatulle war euer Begehr und meine Aufgabe ist damit erledigt. Ich erwarte die vereinbarte Bezahlung. Ihr seid ein Halsabschneider. Heilig solltet ihr gar nichts bekommen. Trotzdem soll jemand sagen können, ich stehe nicht zu meinem Wort. Hier, eure Hella. Und diese Talia hat noch immer meine Goldkette zum Donner nochmal. Wenn ich diese hinterhältige Ziege je erwischen sollte, dann... Ach, ich weiß auch nicht, was ich dann ist. Aber es wird was passieren, das kann ich euch sagen. Bin ich gerade meiner Berufung als Gaunerin gerecht geworden? Ja, bin ich. Müsst ihr mir diese Goldkette mal angucken. Ist die nun in meinen Besitz übergegangen? Wo ist sie denn? Wertvolle Goldkette. Eine wertvolle Goldkette. Vielleicht ist dies die Kette, die Ibrum Speckstein gestohlen wurde. Es wäre empfehlenswert, sie ihm zu zeigen. Bitte was? Zeigen? Das wäre nicht gut. Glaube ich. Ich glaube eher, dass ich... Vorgrim machen. Dass ich die verkaufen werde irgendwo. Früher oder später. Tschüss, Speckstein. Ich habe dich eh nicht leiden können. Was für ein Geniestreich.